230 Meter ins Glück. Im japanischen Nishinomiya haben rund 5000 Menschen an einem alljährlichen Rennen im Schrein der Stadt teilgenommen. Der Tradition zufolge gilt der Sieger des Rennens als glücklichster Mensch des Jahres. In dem Schrein wird der shintoistische Gott der Geschäftsleute und Händler verehrt. Laut Angaben des Schreins rannten seit dem 14. Jahrhundert die Bewohner der Stadt bis an das Tor, um als erste Person Gebete für das neue Jahr abzugeben. Daraus entwickelte sich dann wahrscheinlich das Rennen in der heutigen Form. In diesem Jahr gewann der 22-jährige Feuerwehrmann Yuki Yamamoto aus Hiroshima, der sich über den Titel als glücklichster Mensch des Jahres freute.